dass er noch länger bleiben will und dass er noch länger irgendwelche Teuerungspakete gemeinsam mit der ÖVP und den Grünen da irgendwo präsentieren möchte. Aber ein kurzer Rückblick auf diese Pleiten, Pech und Pannen, die diese Bundesregierung in den letzten Monaten hier geliefert hat. Am 28. Jänner haben Sie von der Bundesregierung verkündet, es gibt jetzt einen Energiekostenbonus von 150 Euro. Und das Geld wird so schnell wie möglich und unbürokratisch ausbezahlt. Das war am 28. Jänner. Ein paar Tage später, nämlich am 18. Februar, ist man draufgekommen, das wird der erste Flop, weil die Energieversorger datenschutzrechtliche und verwaltungstechnische Probleme einmelden. Sie können nämlich nicht einsehen, ob sie überhaupt das auszahlen dürfen, weil sie die Gehaltsobergrenzen natürlich nicht kennen. Zwei Tage später kommt die Regierung auf die Idee, wir versenden einen Gutschein. Großartig. Dieser Gutschein ist ja mittlerweile bei einigen angekommen. Viele, vor allem ältere Leute, wissen überhaupt nicht, was sie da tun sollen. Die können alleine mit diesem Wahnsinnsgutschein nichts anfangen. Da muss man einen, ich weiß nicht, elendslangen Code eingeben im Internet. Also viele ältere Leute haben noch nicht einmal einen Computer, die haben keinen Zugang zum Internet. Die kennen sich auch nicht aus. Also die sind völlig überfordert. Ja, und was kommt dann raus am 8. Mai? Na, dieser Gutschein, diese 150 Euro Bonus, wird uns 8 Millionen Euro kosten. Aber nicht, weil 8 Millionen Euro an die Bürger gehen. Oh nein. Sondern das Finanzministerium richtet eine Hotline mit 65 Mitarbeitern ein und die Energieversorger, die bekommen jetzt Geld für jeden einzelnen Gutschein, den sie einlösen. Das heißt, die größten Gewinner dieser Gutscheinaktion waren die Energieversorger. Na, das ist eine großartige Leistung. Und was war dann am 4. Juni? Da wurde dann bekannt, dass die Hälfte aller Berechtigten diesen 150-Euro-Gutschein ohnehin erst im Jahr 2023 einlösen wird. Also die haben heuer gar nichts davon. Die Nachzahlungen, die teilweise vierstellige Beträge betragen, müssen einbezahlt werden, ohne dass 150-Euro-Bonus eingelöst werden können. Aber es gibt natürlich auch noch den Klimabonus. Der Klimabonus soll ja jetzt im Oktober, schnell hat es geheißen, also im Juni wurde verkündet, ganz schnell wird er ausbezahlt, im Oktober ausbezahlt werden. Das sind die berühmten 250 Euro. Und dann gibt es noch 250 Euro Teuerungsausgleich dazu. Wenn Sie allerdings in der Höchstbemessungsgrundlage sind, bekommen Sie zwar 250 Euro Klimabonus, aber die 250 Euro des Teuerungsausgleichs müssen Sie dann versteuern. Viel komplizierter, Herr Bundeskanzler, geht es tatsächlich nicht mehr. Aber was ist jetzt passiert? Jetzt hat die Klimaministerin, man stellt sich auch die Frage, warum wird das über das Klimaministerium ausbezahlt? Warum lässt man das nicht die Finanzämter machen, die die Daten hätten? Aber sei es drum. Jetzt werden alle Daten der Österreicher an das Klimaministerium transferiert. Und das Klimaministerium hat jetzt also schon geschrien, ja Moment, das können wir so nicht machen, dass wir es aufs Konto bei allen überweisen. Bei 2 Millionen Österreichern, also gut einem Drittel derer, die diesen Klimabonus bekommen, haben wir keine Daten. Also ist das Klimaministerium und die Bundesregierung auf eine glorreiche Idee gekommen. Sie wird das jetzt per Post ausschicken, die 500 Euro, in einem RSB-Brief. Ein RSB-Brief kostet 5,40 Euro. Bei 2 Millionen Empfängern macht allein die Postgebühren 10,8 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, hören Sie auf, sich selbst permanent zu beweihräuchern und auf die Schulter zu klopfen. Das, was Sie hier bieten, ist ein Verzweiflungsakt. Sie gehen raus in einer Pressekonferenz, präsentieren Maßnahmen, von denen Sie glauben, die klingen schön, die klingen gut, ohne zu wissen, wie Sie sie umsetzen werden. Das ist das Problem. Und dann stehen Sie da und dann müssen Sie nachträglich sich bemühen, irgendetwas hereinzubringen.